Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Runaway Tea Challenge. Und wir sind natürlich wieder hier mit unserer Amaya, die jetzt mittlerweile hier einen kleinen Unterschlupf hat. Und ich muss euch was erzählen, weil ich hatte ein bisschen Langeweile. Und ihr wisst, was passiert, wenn ich Langeweile habe. Ich erstelle Sims. Die sind zufälligerweise direkt neben uns eingezogen. Aber wir haben natürlich erstmal direkt nichts mit denen zu tun. Aber ich dachte so, die haben Teenager. Für den Spice könnte das vielleicht ganz witzig sein. Weil mit den Erwachsenen dürfen wir ja nicht interagieren. Ja, leider geht unser Kühlschrank im Regen kaputt, obwohl es ja untersteht. Aber es zählt halt wahrscheinlich nicht offiziell. This is really sad. Aber wir können leider nichts dagegen tun. Wir sparen ja auf eine Dusche. Auch die süße Maus, sie versucht zu reparieren. Ich weiß nicht, ob das so viel Sinn macht im Regen. But she's trying. Wie viel hat nochmal so eine Dusche gekostet? Ich weiß, dass die Badewanne günstiger war, aber ich hätte gern so eine Dusche. 335. Ja, das ist ein bisschen schade. Und was mir eingefallen ist, es könnte sein, dass sie nicht im Regen duschen kann, weil sie ein Teenager ist. Wegen so Jugendschutz und so. Kiyoshi. Es ist nicht mein Abschlussball. Ich bin nicht mehr in der Schule und ich kenne dich nicht. Wie wär's mit Nein? Hallihallo. Wenn wir hier Müll finden, können wir hier drin wühlen. Das wäre voll cool. Because we need the money. Guck mal, die Bank hat sich gelohnt. Hier setzen sich sogar Leute hin. Love it. Oh, wow. Was ist das denn für ein Bild? Schade. Wir können es leider nicht verkaufen. Finde ich sehr schade, dass wir diese Gemälde nicht verkaufen können. Aber woran liegt das, dass man die mal verkaufen kann, mal nicht? Wir haben hier leider auch nirgendwo irgendwie Instrumente rumstehen, oder? Weil ich könnte mir auch gut vorstellen, dass sie sich so denkt, keine Ahnung, sie lernt irgendwas. Sie könnte halt singen, ne? Da kann sie ja auch Geld kriegen. Was, wenn sie jetzt einfach hier random singt? Also ich meine, sie ist jetzt noch nicht gut, aber sie ist zumindest inspiriert. Vielleicht hilft das ja schon. Oh, guck mal, da ist sogar schon direkt das Girl, was ich erstellt habe. Okay, jetzt fühlt sie sich schon wieder schlecht. Aber zwei Simoleons. Haben oder nicht haben. Müssen wir erstmal wieder zum Fitnessstudio, weil sonst wird das ein bisschen schwierig mit dem Duschen. Aber irgendwann, dann können wir uns eine Dusche leisten. Dann wird alles besser bestimmt. Hoffentlich. Luna möchte beste Freunde werden. Süß, ja. Oh, die sind sogar so best friends, dass sie anscheinend sogar dabei sein kann, wenn sie kackt. Super. Also das freut mich sehr für euch, dass eure Freundschaft jetzt schon so tief ist. Ich glaube nicht, dass unser Abschlussball ist. Zumal wir noch nicht mal mehr in der Schule sind. Also als ob wir da hingehen dürften. Aber ihr könnt ja mal miteinander reden, wenn ihr schon hier beisammen seid. Aber schaut, anscheinend haben wir Luna jetzt da überzeugt, dass wir ganz cool sind, auch wenn wir alleine sind. Jetzt hat die einen Crush auf Luna. Also ist ja irgendwie süß, aber letztes Mal fand sie es nicht so witzig, als wir sie angeflirtet haben. Weißt du, da hast du einmal eine Bezugsperson. Why? Du musst es doch nicht direkt kaputt machen. Von Erwachsenwerden schwärmen, finde ich auch sehr realistisch bei ihr. In der Dusche rumschmusen, ja, da sehe ich euch. Über unfaires Leben jammern. Guck mal, das ist 1:1 Amayas Leben gerade. Aber warum ist sie auch gerade kokett? Die sind beide verärgert, weil keine Einladung zum Abschlussball erhalten hat. Wow. Didn't see that coming. Oh mein Gott, wir haben beide einen Crush aufeinander. Okay, wir haben beide einen Crush aufeinander. Okay, also vielleicht könnte da doch mal irgendwann was laufen. Aber das ist jetzt irgendwie ein bisschen wild auch. Aber ich weiß nicht, ob da wirklich was draus werden kann bei denen. Also weil bisher sehe ich da halt nur was Freundschaftliches. Wir müssen es erstmal ein bisschen abwarten. Ich sehe da jetzt gerade nichts Romantisches, ehrlich gesagt. Auch wenn die Crush haben, aber Crush heißt ja nichts. Kann diese Frau bitte gehen? Wir können sie ja mal nach dem Liebesleben fragen. Aber sie lässt es sich gar nicht so anmerken. Also beide, dass sie so einen Crush aufeinander haben. Ne? Die sind trotzdem so freundschaftlich. Aber ich glaube, beide möchten das jetzt auch nicht so kaputt machen. Weil wer weiß, auch wenn Luna in dieser Gruppe ist und so, ist das ja gar nicht so die tiefe Freundschaft, sondern nur was, damit sie nicht alleine ist. Und vielleicht freut sie sich, dass sie jetzt jemand Gleichgesinnten gefunden hat. Who knows? Sie geht jetzt auf jeden Fall erstmal nach Hause. Ach ja, der Regen. Dann geh halt schlafen und vielleicht hört der Regen bis morgen auf und dann können wir das vielleicht reparieren und was zu essen nehmen. Aha, aber ich glaube, sie wird sich gleich zu unwohl fühlen. Also sie kann es auswählen. Juhu, Essen. Reste? Was für Reste? Wir haben gar keine Reste. Lügt mich doch nicht an. Aber ein Tuning-Teil. Junge, 10 Simoleons. Wir kommen dem Ziel näher. Aber ihr könntet euch auch mal zu Pflanzen entwickeln, ja. Okay, sie kann leider auch nicht singen, wenn sie sich zu unwohl fühlt. Ah, Teile plündern? Oh, Müll! Teile plündern ist sinnvoll. Yes. Dann nehmen wir den Müll mit. Das verkaufen wir. Und mit dem Müll in unserer Hosentasche.
gehen wir zum Café. Sehr schön, dann können wir auf jeden Fall nach der Einrichtung wühlen. Wir schauen mal. Dann stinken wir zwar wieder, aber egal. Potenziell können wir daraus gut Cash machen, also habe ich jetzt kein Problem damit. Ein Stuhl? Flohmarkt. Wäre tatsächlich fast schon sinnvoll für uns, aber wir haben dafür sogar noch zu wenig Geld. Also vor allem, weil wir ja durch das Reisen dann ja auch nochmal Geld abziehen müssen. Okay, wir finden viel Farbstoff, das ist natürlich meh. Aber wir haben auf jeden Fall schon einen Stuhl und das ist schon mal richtig gut. Jedes Möbelstück hilft. Ich weiß, du stinkst. Der Müllcontainer ist leer. Ah, aber der nicht. Haha. Ja, ich weiß, du möchtest mit mir auf dem Flohmarkt, aber das geht nicht. Kann ich einfach so nass dann mein Schuh, ne? Oh, eine Theke. Ich habe gehört, dass du und Luna jetzt gute Freunde seid. Du wirst immer berühmter. Ich weiß ja nicht. Und noch was für Elektroteile. Nice. 205? Ey, wir können uns eine Dusche leisten. Renn! Renn nach Hause, los! Vielleicht geht sie erst nochmal pissen. Und jetzt nach Hause. Los, 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 los. Ich freue mich so. Eine Dusche! Die Dusche gibt zumindest mehr Privatsphäre als die Badewanne. Wegen dem Vorhang. 145 und 95. Ey, richtig gut. Give me the camping Dusche. Hier ist auch noch eine bessere. Die sieht sogar noch ein bisschen mehr danach aus, als hätte sie die noch irgendwie mehr oder minder selbst machen können. Und die hat schon bessere Stats auch, ne? Ja, nehme ich die. Kommt hier einfach hinten hin. Ich will dieses Holz. Soll so ein bisschen versteckt sein. Jetzt kann sie zum ersten Mal duschen gehen bei sich zu Hause. Ist das nicht wundervoll? Wachset und gedeiht. Meine Müllpflänzchen. Sie hat absolut gar keinen Spaß in ihrem Leben gerade. Ist irgendwie schwierig, ne? Was kann man denn tun, um Spaß zu haben? Ja, im Internet surfen, toll, aber... Macht Schachspielen nicht Spaß? Okay, sie fühlt sich zu unwohl. Hätte ich mir auch denken können. Wenn wir Jeremy jetzt einfach mal konkret fragen, ob er hier vorbeikommen möchte, ne? So, wir hatten ja schon Kontakt mit ihm per Chat. Und somit weiß er ja von der Situation. Jeremy möchte lieber nicht kommen. Die Nachricht habe ich noch nie bekommen in diesem Spiel. Ich komme nicht klar. Ja, dann gehen wir wohl in den Club. Da werde ich aber jetzt auch mal einen aus der Galerie platzieren, würde ich sagen. Because I'm tired von diesem Club, Alter. Was ist das denn offiziell? Nachtclub wirklich? Ja. Okay, hier hat das jemand noch geupgradet. Ist sehr viel pompöser, würde ich sagen. Aber es muss ja nichts Schlechtes sein. Aber es sieht schon cool aus. Nicht schlecht. So, und jetzt wollen wir gleich dancen. Let's go, dancen. Woo! Das macht auf jeden Fall Spaß. Wie schön. Kann sie aufhören, mit irgendwelchen Leuten zu reden? Kannst du nicht einfach nur tanzen? Sie hört nicht auf, mit den Leuten zu reden. Stopp. Level 3 der Tanzfähigkeit. Sie ist so eine krasse Maus. Und dann kann sie sich ja nochmal hier draußen hinstellen. Und nochmal singen üben. Sie hat jetzt eh nichts Besseres zu tun, aber sie hat Spaß und das kann ihr halt potenziell noch ein bisschen Geld bringen. Und es macht auch Spaß. Süß. Wow, danke, Katrina. 2 Simoleons. Was für ein herzensguter Mensch. Danke, Victor Fang. Hast du nicht noch ein bisschen mehr Cash als 2 Simoleons? Karton-Tanzfläche. Das Ding ist, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir das einfach zu Hause unterlegen. Nicht als Tanzfläche, sondern so generell. Es bringt zwar 50 Simoleons, aber Kartons brauchen wir. Wir brauchen einen Boden. Oh, danke fürs Geld. Mag singen nicht. Nein, du magst singen. Hallo. Sie hat keinen Bock mehr, glaube ich. Gut, dann geh. Nur weil du dich immer unwohl fühlst, weil deine Eltern dich nicht mögen. Was eine Lüge ist. Hat das nichts damit zu heißen, dass du das nicht magst. Hä, perfekt. Ich lieb's. Aber sie kann ja trotzdem Moves präsentieren. Geil. Was ein Leben das hier ist. Jetzt redet sie wieder mit sich selber. Einfach eine Queen. Good night in the nights. Die Kuhpflanze! Hallo, Baby. Habt ihr eventuell einen Namen für die Kuhpflanze? Ansonsten überlege ich mir im nächsten Part einfach was Eigenes. Aber wenn ihr einen Namensvorschlag habt, schreibt ihn gerne in die Kommentare. Das wird jetzt unser Freund sein. Die Kuhpflanze wird hier nicht verrecken. Amaya hat den Lebensstil Naturfreak bekommen. Sehe ich auf jeden Fall. Also ich meine, sie lebt gerade in der Natur quasi. Hi, können wir dich füttern? Und dann möchte ich mit dir spielen. Mein Schatz. Nom 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 nom. Nom 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 nom. Und dann wird gepipiet. Ich meine, anstelle, dass wir irgendwie Müllpflanzen züchten, könnten wir theoretisch auch den Müll mitnehmen und in die Container schmeißen. Aber das wäre ja zu einfach. But look at her. Einfach ein Babygirl. Guck mal, sie geht sogar freiwillig zu ihr. Süß. Jo.
Cutie. Einfach gestreichelt. Süß. Und wenn die dann noch diese Essenz rausbringt, ich weiß nicht, wie viel Geld die bringt, aber das wird Geld bringen. Das wird großartig. Wir können das verkaufen. Warum können wir das jetzt verkaufen? Egal. Let's go. Was mit dem anderen? Das auch. Ich habe zwar im Part 1 gesagt, das ist Faititi, aber ich weiß jetzt, wie schwer es ist, hier an Geld zu kommen. Weil ich glaube, sie nimmt jetzt einfach auch jede Geschütze auf sich. War das Deutsch? Um halt hier irgendwie voranzukommen in ihrem Leben. Ist die Frage, sparen wir? Ist wahrscheinlich eigentlich sinnvoll, ne? Serge ruft an. Seid ihr nicht Teenager? Ich denke, er sollte das selber entscheiden. Weil so fest beisammen sind wir jetzt nicht. Danke, dass du mich im Stich lässt, Amaya. Okay, übertreib deine Lage. Oh nein. Okay, 109 müssen wir bezahlen. Das geht ja noch. Führt da bitte die Kuhpflanze. Die hätten wir nicht bezahlen können, wenn wir diese komischen Bilder nicht verkauft hätten. Also, it's fine. Ich habe diese Folge noch kein einziges Mal Elaine oder Mizuki gesehen. Haben sie es vielleicht endlich verstanden? Es regnet wieder. Das heißt, wir kriegen gleich wieder Müll, wenn wir das reparieren. Sie kümmern sich permanent um diese Kuhpflanze. I love you. Teile plündern. We want the cash. Alles, was wir kriegen können. Das nehmen wir mit. 45, yay. So, dann ess noch schnell was. Gehen wir natürlich wieder hier hin. Schmeißen wir unseren Müll da rein. Sie hasst gerade ihr ganzes Leben, ey. Ich meine, absolut relatable so. Das Problem ist halt, dass in den Regeln steht, dass man erst ab 3 Räumen erst das Haus bauen darf. Anfangen darf zu bauen. Und 3 Räume, also ein funktionales Bad, eine Küche und eben halt dann ein Wohn-, Schlafbereich, was auch immer. Das ist schon hart, weil Wände sind krass teuer. Eben noch von dir geredet, Mizuki. Ne Pflanzi. Sie findet heute echt viel. I'm proud of you. Mizuki so, was ist mit dir? Warum hängst du im Müll? Komm lieber nach Hause. Ne Toilette. Die behalte ich aber. Und ein Bett. Clara, geh weg. Mizuki hasst einfach alles daran. Wieso, warum macht meine Tochter sowas? Aber hier ist heute echt viel drin. Oh mein Gott, hier ist auch noch was. Kommt der Traum vom kleinen Häuschen etwa näher? Also ein paar Sachen davon werde ich auf jeden Fall behalten, würde ich sagen. Ich meine, Klo und das Bett finde ich auch nicht schlecht, weil das ist ja nur dieses Billo-Bett. Solange sie jetzt noch kein richtiges Haus hat, kann sie dieses Billo-Bett auf jeden Fall benutzen. Ein Flachbildfernseher? Holy shit. Und 5 Simoleons. Mizuki, leave me the fuck alone. Manchmal müssen wir halt dann einfach böse zu unseren Eltern sein, auch wenn wir es nicht wollen. Amaya ist so gestresst, dass sie aufgrund der hohen Erwartungen wie gelähmt ist. Ich finde, das passt so gut in die Storyline. Okay, sie hat alles zusammen. Allein was sie im Inventar hat, sind 235. So, geh nach Hause und dann schauen wir uns an, was du noch gesammelt hast. So, der Stuhl, 185. Der Flachbildfernseher einfach 1400. Nenn mich Ottomane. Diese Dusche verkaufe ich aber und die Blümchen behalte ich, glaube ich. Ein bisschen Deko muss sein. Das hier müssen wir wahrscheinlich reparieren. Kann aber hier hinten auch hin. Dann stellen wir das Bett hier rein. Und der Stuhl, den stellen wir einfach hier vorne. So, toll. 3814. Wie viel wäre das? Oh, damit könnten wir das schon fast bauen. Es würde reichen, glaube ich. Weil das ist ja so viel Fläche. Aber ich würde das noch nicht im heutigen Part machen. Ich würde das dann am nächsten Mal erst machen. Dass es hier alles nicht zu schnell voranschreitet, ja? Danach gehen wir aber erstmal nicht mehr Müll wühlen, ey. Das ist voll übertrieben gewesen. Was ist da los? Ich glaube, ich hatte einfach Glück. Weil manchmal, da kriegst du halt wirklich gefühlt nur Trash raus. Und jetzt in dem Fall hatte ich einfach Glück, dass halt ein paar teurere Sachen bei rumkamen. Ich meine, es reicht dann natürlich nicht für ein perfektes Haus, aber für so diese Grundsachen würde es theoretisch reichen. Das wäre natürlich schon cool. Dann legen wir den Müll hier jetzt auch hinten hin. Ich versuche ja nach wie vor, dass wir hier irgendwie eine Müllpflanze hinkriegen. Weil dann müssten wir gar nicht mehr Müll wühlen. Weil ich glaube, irgendwann hat sie auch einfach keinen Bock mehr darauf, so, ne? Vielleicht denkt sie sich jetzt auch schon, weil Mizuki auch so gesagt hat, so, was ist mit dir, Kind? Dass sie sich so denkt, so, was ist das eigentlich? Also ich habe zwar gutes Geld daraus gemacht, aber was soll das? Das ist ja selbst für solche Dinge ein bisschen unangenehm. Sie hat vielleicht drüber nachgedacht, okay, wenn die anderen mich sehen, so meine Freunde und so. Also Luna, dass das vielleicht ein bisschen peinloh wird. Und dass sie deswegen vielleicht ein bisschen auf anderen Wegen halt Geld verdienen möchte. Wie eben durch das Singen vielleicht. Ich weiß nicht, ob man da später dann mehr Geld bekommt. Wahrscheinlich, ne, wenn man besser ist. So, dann kann sie schlafen gehen. In ihrem eigenen Bett. Nicht in einem Zelt. Ich habe Angst, dass die Kuhpflanze stirbt, deswegen. Auf erste Pubertätsveränderungen reagieren. Oh no. Auch das noch. Aber dann legt sie sich wieder schlafen. Einfach nur kurz füttern. Er ist schon wieder kaputt. Oh mein Gott. Repairing. Peinlich, dass sie Akne hat. Man sieht es ihr aber nicht an.
Ey, Level 3 der Geschicklichkeitsfähigkeit, girl. Sergio, nein, wir gehen jetzt nicht zur Geekon. Ich sehe sie auch nicht so als Geek, wenn ich ehrlich bin. Sie mag Geschicklichkeit nicht und ich sehe das 100% an ihr. Toll sieht das hier aus. Wenn ihr zu Pflanzen werdet, dann bin ich glücklich. Wir haben den gerade erst repariert, ne? I cannot. Aber auch ein eigenes Klo haben, wie schön. Brauchst du nur noch was für Spaß. Also jetzt gerade kann sie im Regen spielen. Ich finde auch schön, dass sie jetzt hier in der Unterwäsche rumläuft. Okay, wenn sie mit der Kuhpflanze spielt, macht das ein bisschen Spaß, aber jetzt auch nicht so richtig. Das gibt einfach 2226. Also das ist dann doch wirklich zu cheaty. Das ist ja auch 1600. I'm sorry, nein. Unter 1000 habe ich jetzt noch gesagt, okay. Aber irgendwann ist auch wirklich das erreicht, wo man sagt, übertreibe jetzt nicht deine Basis. Weil das ist ja dann, das kriegen dann durch diese zwei Bilder so viel, wie wir gerade besitzen. Das geht ja nicht. Können wir ja nicht machen. Also das finde ich dann doch ein bisschen sehr übertrieben. Hallo, können wir hier dancen? Sie fühlt sich zu unwohl. Entschuldigung? Sie fühlt sich zu unwohl. Ja, aber girl. Hol dir mal eine Brezel. Jetzt kann sie dancen. Juhu. Oh mein Gott, Elaine. Oh mein Gott, jetzt haben die auch noch eine schlechte Beziehung. Verletzt. I cannot. Das eskaliert immer mehr. Ich mache gar nichts mehr. Ich drücke nichts ein. Und die bestreiten die ganze Zeit. Amaya hat Angst, verurteilt zu werden. Oh Mann. Geh nach Hause. Hallöchen. Füttern. Es ist 2 Uhr nachts. Könntest du vielleicht... Ich glaube, sie kriegt das hier heute nicht hin. Oh, aber sie ist verantwortlich. Wuhu. Aber hey, Level 4 ist sie schon. Irgendwie kann sie das nicht abschließen. I hate it here. Dann geh halt schlafen. Morgen ist Erntefest. Dann kann sie ja passend zum Erntefest ein Haus bekommen, ja? Eine Trash-Pflanze! Oh, anscheinend funktioniert das wirklich nur mit richtigen Müll. Also mit richtigem Müll und nicht nur nicht mit Tellern. Ja, das ist natürlich blöd. Aber wir werden wahrscheinlich eh dann bald Mülleimer haben. Weil wir wollen ja im nächsten Part ein kleines Häuschen bauen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell so weit sein könnte. Aber wir schauen mal, wie wir unser ganzes Geld zum Fenster rausschmeißen, damit das noch nicht so luxuriös wird. Wird ja nur gesagt, dass es 3 Räume sein müssen. Wir müssen ja hier nicht perfekt sein. Gut, ich würde sagen, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ihr einen Namen für die Kuhpflanze habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir den ersten großen Schritt machen. Und dann können wir sogar... vielleicht einen Nebenjob annehmen, je nachdem, was sie halt machen kann, weil sie hat ja die Schule abgebrochen. Ohne Abschluss ist das immer ein bisschen schwierig. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss!